Auszeichnung der Journalisten des Jahres im Januar in Berlin. Die Zeit erhält für ihre Enthüllungen um Dieter Wedel den Preis für die beste Reportage. Das war, glaube ich, die forderndste und auch psychisch anstrengendste Recherche in unserem Leben. Und jeder Reporter, der weiß, wie es ist, wenn man in das Leben anderer Menschen eingreift, kann sich ungefähr vorstellen, was alles passiert ist danach, dabei und immer noch. Man ahnt, diese Geschichte, sie hat ein Nachspiel. Erstmals hatten sich Frauen mit ihren Erlebnissen in die Öffentlichkeit getraut, berichteten von dem mächtigen Regisseur, der Schauspielerinnen öffentlich demütigte, manche sexuell bedrängte. Schwere Vorwürfe, zum Großteil basierend auf den Aussagen der Betroffenen. Sie vertrauten sich der Zeit an. Die Zeit wiederum musste auf ihre Glaubwürdigkeit vertrauen. Diese Glaubwürdigkeit steht jetzt auf dem Spiel. Gianni Tempel trat im Bericht offen als Hauptinformantin auf. 512 Tage später ist ihr Vertrauen dahin. Sie habe lange geschwiegen. Während mir mein gesamtes Leben um die Ohren flog. Denn im Hintergrund wurden Fehler gemacht, die schwere Nachspiele verursacht haben. Tatsächlich hat die Zeit in dem Bericht einen schweren Fehler gemacht. Sie gingen davon aus, dass die Straftaten verjährt sind. Ein Strafprozess damit ausgeschlossen. Doch diese Annahme war falsch. Dieses Thema Verjährung ist aufgekommen, einmal redaktionsintern, weil man es im Artikel verwenden wollte. Deswegen hatte man Johann Schwenn, der vorher auch für andere Dinge dort beschäftigt war, der ist nebenbei auch mal gefragt worden, ob diese Taten alle verjährt sind. Und da hat es einen Irrtum gegeben. Der war redaktionsintern. Rechtsanwalt Schwenn ist für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Doch der Irrtum hat Folgen, denn die Staatsanwaltschaft München leitet nach Veröffentlichung Ermittlungen gegen Dieter Wedel ein. Gianni Tempel wird als Zeugin geladen und vernommen, muss dabei auch Namen weiterer Frauen preisgeben, die sich nur anonym offenbart hatten. Eine solche Situation habe sie unter allen Umständen vermeiden wollen. Denn meine Mandantin wollte niemals irgendwie zum Subjekt eines Strafverfahrens gemacht werden. Das kennt man, glaube ich, auch aus anderer Seite, dass Opfer sich sehr, sehr schwer tun bei dieser Überlegung, selbst nach sehr schweren Straftaten. Gehe ich wirklich zur Polizei? Lasse ich mich durch diese Mühlen der Justiz durchmalen, in denen ich mehrfach vernommen werde, mir nicht geglaubt wird, ich mich am Schluss eines aussagepsychologischen Gutachtens unterziehen muss? Das ist ja alles nicht schön. Gianni Tempel fordert Hilfe von der Zeit. Doch die reagiert offenbar nicht wie erhofft. Sie nimmt sich auf eigene Faust einen Anwalt und auf einmal kehrt sich das bisherige Vertrauensverhältnis um. Anderthalb Jahre nach den Enthüllungen in der Zeit berichten nun Medien, Gianni Tempel rechnet mit MeToo ab. Sie ziehe eine bittere Bilanz, fühle sich von der Zeit im Stich gelassen. Was mir geschehen ist, scheint schon wieder egal zu sein. Der Beginn einer Schlammschlacht? Vergangenen Freitag stehen sich Zeitanwalt Nabert und Tempelanwalt Stevens vor dem Hamburger Landgericht gegenüber. Stevens fordert von der Zeit rund 30.000 Euro Honorar für seine Arbeit als Anwalt für Tempel. Schließlich habe die Zeit doch zugesagt, ihre Informantin gegen alle Rechtsstreitigkeiten zu schützen. Die Zeit bestreitet das. Solche Anwaltskosten übernimmt die Zeit grundsätzlich nicht, weil sie sich in einem Strafverfahren nicht zu einer Partei machen lassen möchte. Sie unterstützt grundsätzlich keine Seite in einem Strafverfahren. Vor Gericht könnte die Zeit Recht bekommen. Der Richter findet, es fehle eine konkrete Zusage für eine Kostenübernahme. Zeitanwalt Nabert sieht sich bestätigt und erhebt nun selbst Vorwürfe gegen Stevens. Der habe Tempel umgedreht, um ein hohes Honorar einzustreichen. Es sei nie eine Bedingung gewesen, dass die Taten verjährt sind. Zunächst sei Tempel sogar begeistert gewesen von den Ermittlungen gegen Wedel. Wenn das so schlimm war, hätte sie sofort schreien müssen und sagen, um Gottes Willen, das hätte ich ja nie erwartet. Nein, mehrere Tage später schreibt sie noch, ich beginne zu heilen. Ja toll, so haben wir das auch gesehen. Und dann kommt sie aber und sagt irgendwann, als sie merkt, es läuft nicht so schön in den Vernehmungen, wie sie sich das überlegt hat. Und sie hat einen teuren Anwalt, den sie jetzt irgendwie bezahlen muss. Da ist ihr eingefallen, dass sie vielleicht so eine Geschichte konstruieren könnte. Und die glauben wir nicht und die hat es nicht gegeben. Eine konstruierte Geschichte? Eine gefährliche Argumentation für die Zeit. Denn damit stellt sie ihre eigene Informantin in Frage. Und Anwalt Stevens scheint entschlossen weiterzukämpfen.
Er beruft sich unter anderem auf eine E-Mail des Zeitchefs, die Zapp vorliegt. Darin schreibt Giovanni Di Lorenzo an Gianni Tempel: Dass drei Anwälte übersehen könnten, dass ihr Fall noch nicht verjährt ist, darauf wäre ich niemals gekommen. Daraus erwächst für uns eine besondere Verantwortung. Im persönlichen Gespräch, so Stevens, sei dann auch die Übernahme der Anwaltskosten in Aussicht gestellt worden. Das könnten Gianni Tempel und eine weitere Informantin bezeugen. Das Gericht wird diese Zeugen hören müssen, um sich eine Meinung bilden zu können. Sollte es zu unterschiedlichen, sagen wir mal, jetzt im Nachgang Wahrnehmungen kommen, ja, ob bewusst falsch oder weil man es schlicht vergessen hat oder weil man der Meinung ist, man hat es genauso gehört, dann steht man vor der Pattsituation und dann müsste der Richter entscheiden, wie man da mehr glaubt. Für die Frauen würde das eine weitere Aussage bedeuten, eine weitere Belastung. Und von dem Konflikt profitiert möglicherweise ausgerechnet Dieter Wedel. Wenn sich in diesem Zivilverfahren jetzt herausstellen sollte, dass Gianni Tempel unglaubwürdig ist, weil immer behauptet wird, sie hätte irgendeine Zusage bekommen, die sich aber gar nicht beweisen lässt und die es auch tatsächlich nie gab, dann wird Gianni Tempel unglaubwürdig. Und je unglaubwürdiger eine Zeugin wird, umso schwerer wird es für die Staatsanwaltschaft, Dieter Wedel verurteilen zu lassen. Deren Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Übrigens, an den Enthüllungen der Zeit hat keiner der hier Beteiligten einen Zweifel geäußert.